Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute hier zu begrüßen, und eine noch größere Freude wird es mir dann sein, den Zuger Anerkennungspreis an Madeleine Nussbaumer übergeben zu dürfen. Gerne erinnere ich mich an den besonderen Moment, als ich Madeleine Nussbaumer im Auftrag der Kulturkommission und des Zuger Regierungsrats die Nachricht überbringen durfte, dass sie mit dem Anerkennungspreis geehrt werden soll. Der Anerkennungspreis ist ein ganz besonderes Förderinstrument, da er unregelmäßig alle 3 bis 4 Jahre vergeben wird. Das kontinuierliche Schaffen von Madeleine Nussbaumer, ihre Neugierde und ihre Begeisterung für die Kammermusik bereichern seit vielen Jahren das kulturelle Leben im Kanton Zug. Und diese herausragende Leistung verdient Anerkennung. Seit Jahrzehnten prägt Madeleine Nussbaumer das Zuger Kulturleben als Musikerin und Veranstalterin. Ich gratuliere dir im Namen der Zuger Regierung ganz herzlich zum Zuger Anerkennungspreis. Lieber Peter, liebe Familie Hoppe, liebe Gäste. Ich dachte vorhin schon bei diesem brausenden Applaus, ich komme gar nicht mehr dran. Aber ich bin jetzt doch sehr froh, dass ich etwas sagen darf zu dir, Madeleine. Was für ein Freudentag, was für ein Festtag, was für ein Feiertag, an dem dir, liebe Madeleine, der Anerkennungspreis 2021 des Kantons Zug verliehen wird. Und dies im gleichen Jahr, in dem dir die Kulturkommission der Stadt Zug den Hauptpreis der Kulturschärpe 2021 zugesprochen hat. Die eine Auszeichnung bekräftigt und erhöht die andere. Musikalisch gesprochen, die Sinfonie mit dem doppelten Paukenschlag. Peter, mein Mann und mein Studien- und lieber Dissertationskollege, hat vieles unterstützt, ermöglicht, mitgetragen, mitgestaltet und tut dies nach wie vor. Das wird an den Konzerten auch sicht- und hörbar. Ein Konzert aber hat eure wunderbare Zusammenarbeit ganz besonders zum Ausdruck gebracht. 2005, Sonntag, 13. November, 11 Uhr, Musikschulzentrum Zug, Klaviertrio Opus 17 G-Moll von Clara Schumann, dazu das Klavierquartett Opus 26 A-Dur von Johannes Brahms. Peter las Zwischentexte zu Clara Schumann und Johannes Brahms. Um es genauer zu sagen, Liebesbriefe. Ja eben, Liebesbriefe. Und da wusste ich an jenem 13. November 2005 oft nicht mehr so recht, ob es hier wirklich um Brahms und Clara Schumann geht oder doch eher um euch beide, Peter und Madeleine. Ich stelle mir eine Karte des Kantons Zug vor und drücke auf den Knopf, auf dem steht Konzerte im Zeitraffer. Ab geht die musikalische Post con Brio. Das erste Dutzend Konzertorte leuchtet auf.
Liebe Gäste, Sie haben richtig gehört, leuchtet auf. Ein Festsaal, ein Bauernhof, eine Fabrik, eine Bibliothek, eine Ziegelei, eine Festhütte, ein Kurhaus, das mag genügen, um die Vielfalt und Reichhaltigkeit anzudeuten. Das nächste Dutzend leuchtet auf, dann nochmals ein Dutzend und nochmals eines. Am Schluss sind es, wir haben es gehört von Herrn Bildungsdirektor, 90 Konzertorte. Wer da nicht von einem gehörigen Respekt ergriffen wird, dem ist nicht zu helfen. Hat mich ein Grundzug von dir stets aufs Neue tief beeindruckt. Immer, restlos immer, geht es dir um die Musik, um die Botschaft der musikalischen Werke, nie um dich. Eine wahrhaft musikalische Meisterin. Was für ein Freudentag, was für ein Festtag, was für ein Feiertag. Da Gago Alfine ad libitum. Geschätzte Anwesende, liebe Madeleine, der formelle Höhepunkt, die Überreichung der Urkunde. Ich möchte den Text gerne vorlesen, dass alle wissen, mit welchem Wort die Regierung und die Kulturkommission die Anerkennung eben verbinden. Zuger Anerkennungspreis 2021 für Madeleine Nussbaumer, Pianistin und Kulturveranstalterin. Der Regierungsrat hat am 22. Juni 2021 auf Antrag der Kommission zur Förderung des kulturellen Lebens des Kantons Zug beschlossen, Madeleine Nussbaumer für ihr kontinuierliches künstlerisches Schaffen, ihre Leistungen als Initiantin des Ensembles Chamäleon und des Festivals Sommerklänge, welche das kulturelle Leben im Kanton Zug bereichern, mit dem Zuger Anerkennungspreis 2021 zu ehren. Wir freuen uns über Ihren Erfolg und wünschen Ihnen alles Gute. Zug, 23. Oktober 2021, im Namen des Zuger Regierungsrates Landammann Martin Pfister und Landschreiber Tobias Moser. Ganz herzliche Gratulation, Madeleine. Halten mich und mein musikalisches Schaffen offenbar für preiswürdig. Die grosse und ehrenvolle Wertschätzung hat mich sehr berührt und ich möchte Ihnen dafür ganz, ganz herzlich danken. Aber ganz ehrlich, eigentlich kann ich es immer noch nicht ganz fassen. Nicht einmal im Traum hätte ich gedacht, dass ich je den kantonalen Anerkennungspreis bekommen könnte.
Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und zwar ganz besonders darum, weil es eine öffentliche Anerkennung ist, die über meine Person heraus auch in dem musikalischen Nischenprodukt gilt, wo mich zeitlebens fasziniert, begeistert und angetrieben hat, nämlich in der Kammermusik. Der Kurt Messmer hat in seiner sehr persönlichen Laudatio einfühlsam, wunderbar präzise und auch achtsam vieles von dem angesprochen, was mir zentral und wichtig ist. Es ist zwar fast ein bisschen peinlich, wenn man in aller Öffentlichkeit so schön gelobt wird, aber ich muss es zugeben, ich habe doch gerne zugelassen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Kurt. Ich selber bin keine gute Rednerin. Könnte ich fassen. Und zwar in dieser Formation, wo ich mich am wohlsten fühle. Nicht allein am Klavier, sondern zusammen mit anderen gleichberechtigten Musikerinnen und Musikern. Musik im Team erarbeiten und entstehen und sie dann mit dem Publikum teilen, das ist meine liebste Art, mich auszudrücken. Dass ich meine kammermusikalischen Ziele über all die Jahre verfolgen konnte und dass es auch noch gelungen ist, ein Veranstaltungsformat zu schaffen, was es so in Zug noch nie geht, ist nicht allein mein Verdienst. Daran sind noch viele andere beteiligt. Zuallererst möchte ich meinem Mann danken. Ohne ihn, ohne seinen Background und seine organisatorische Unterstützung für das Ensemble Chameleon und für das Festival Sommerklänge würde ich nicht hier stehen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen vom Chameleon, ganz besonders im Lucius Gartmann, der da ist, und im Tobias Steinmanns. Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, über so lange Zeit so harmonisch zusammenzuarbeiten. Der Tobias nimmt sogar auf sich, jedes Mal von München zu kommen, hier anzureisen, für Proben und für Konzerte. Ich freue mich auch immer wieder von euch auf das nächste Programm und auf die gemeinsame Arbeit. Das Festival Sommerklänge, die einmalige Mischung von Kammermusik und kulturhistorischer Entdeckung, reist kreuz und quer durch den Kanton Zug, wäre ohne ein wunderbares Team, das Jahr für Jahr mitträgt und uns unterstützt, nicht zu verwirklichen. Euch allen auch ein grosses Dankeschön. Und nicht zuletzt, unser Publikum, unsere treuen Konzertbesucherinnen und Besucher, die vergangenen zwei Jahre haben uns drastisch vor Augen geführt, wie unersetzlich die unmittelbare, direkte Begegnung zwischen Musizierenden und Zuhörenden ist. Solche Begegnungen, solche kostbare Momente, die im Wortsinn einmalig sind und die man nie auf die genau gleiche Art könnte wiederholen könnte, brauchen wir für unsere Seele genau gleich, wie man die Luft zum Schnaufen braucht. Ohne Publikum geht gar nichts. Darum auch Ihnen einen grossen, grossen Dank. Umso schöner, dass wir heute alle miteinander ein bisschen feiern. Und zum Schluss, ich behaupte, dass Preisträger auch einen Herzenswunsch noch können oder dürfen äußern. Mein Traum, es gäbe in Zug einen echten, akustisch überzeugenden Kammermusiksaal, der nur für diesen Zweck konzipiert und gebaut worden wäre. Wie wäre das schön, wenn dieser Traum irgendwann in Erfüllung ging. Danke viel, viel mal. Und ich werde überleiten zum letzten Stück vom Honecker, von der Esther und Christian. Und nachher sind alle herzlich zum Aperoita. Danke.